So, herzlich willkommen auf YouTube zum neuen Layout, jetzt wieder in 16 zu 9 mit schwarzen Balken. Die schwarzen Balken haben wir mal gefüllt mit Video und sonstigem Krams, damit weniger im Schirm ist. Ob das qualitativ besser ist, das werden wir dann sehen, wenn wir das dann nachher auf YouTube einspielen. Ne? So, was habe ich denn heute am heutigen Abend in der ersten Folge mitgebracht? Also, zum einen habe ich den Mod mitgebracht, Collect Straw at Missions. Ne? Also, ich kann mich jetzt nicht in die Mitte ziehen, Peppo, weil dann überlagere ich mich mit den Alerts, die kommen. Ne? Das muss ich also, wenn, dann, ne, dann muss ich das Template umbauen, damit dann in der Mitte auch keine Alerts kommen, damit die Alerts an der Seite kommen. Also, dieses, dass man bei Missionen eben Stroh sammeln kann. Das habe ich gemacht, um ein bisschen Stroh zu sammeln natürlich. Da ich aber selber noch glatt übersehen hatte, dass ich hier auf der 20 ja noch Gerste stehen hatte, die ich noch selber ernten musste. Da ist dann ganz schön was an Stroh jetzt zusammengekommen. Also brauche ich natürlich das Stroh Admissions aktuell nicht. Ich habe genug Stroh. Aber, naja, gut. Für diejenigen, die am Freitag nicht mit reingeschaut haben, noch die Info, dass der Fehler bei mir nicht ausgelöst worden ist durch das, wie hieß das Pack noch? Pity Hilfe, wie hieß das Pack noch, was ich jetzt rausgeworfen habe? Ich habe das Robert-Pack reingenommen und habe dafür... Genau, Emily. Das Emily-Pack. Also es lag nicht am Emily-Pack, denn nach dem Austauschen hatte ich das Problem immer noch. Es liegt an bei mir an einem Zusammenspiel vom Emily- bzw. Robert-Pack durch die darin enthaltenen Trailer, die ein Problem haben mit dem erweiterten Einstellungsmod. Deswegen habe ich jetzt diesen weggetan. Und ich habe... jetzt dieses Fahrzeug hier für das Stroh. Das macht die Sache etwas runder. Ich stelle gerade fest, dass das hier ein wenig merkwürdig aussieht, oder? Ne, es sieht eigentlich... Na, wir könnten ja jetzt hier mal die Field of... Ah ne, das war nur für Fahrzeuge. Ne? Das ist die Standard Field of View. Und in Fahrzeugen sieht das Ganze ja dann anders aus. So, dann habe ich Field of View Control. Da kann ich hier... ich habe jetzt wieder vergessen, welche Tastenkombination das war. Das wird nicht angezeigt. Tempomat, Mähwerk. Abgibseite, Fahrtrichtung, Füllgrenze. X-Kart heben, senken. Ja, auf jeden Fall diesen Field of View Control, um für jedes Fahrzeug separat einzustellen, welches Field of View man hat. Da muss es hier auch irgendwo einen Button zu geben. Umschalt links und Y. So, also hier haben wir jetzt dieses, ne, und wenn ich jetzt Umschalt links und Y drücke, dann kann ich das hier einstellen. Na, wie groß das Field of View ist. 45 ist das kleinste und oh, Wahnsinn, ne? So, also 55. Ne? Und das wird dann auch gespeichert. Dann braucht man das nicht immer umzustellen.
Gut. Was haben wir noch? Ich habe den Strautmann und den Pallet Autoloader natürlich aktualisiert mit den neuen unterschiedlichen Ladegrößen. Dadurch ergeben sich etwas andere Lademöglichkeiten. Aber das werden wir wohl heute nicht zu sehen bekommen. Wenn da keine Fehlermeldungen kommen, gibt es dann im nächsten Update von auch Forbidden Mods und natürlich auch im Mod Hub. Damit ist es dann, ne, ist es dann so, dass die 120er Ballen nicht mehr seitlich runterfallen, aber die 240er Ballen trotzdem noch überstehend geladen werden können. So, es gab ein Update, mehrere Updates diese Woche vom Universal Autoload. Ich habe die neueste Version drauf. Brauche ich zwar hier nur für Holz, aber ne, den haben wir dann direkt mal mitgeladen. So, Testversion von Production Revamp. Habe ich natürlich drauf, damit diese Lager hier auch funktionieren. Wie man sieht hier, ne? Ja, Silage ist leer. Wenn ich Silage brauche, muss ich die im Moment einkaufen. So, dann habe ich von unserem lieben TKLS die Gelegenheit gehabt, das Update zu testen. Und etwas war mir dabei auf, hatte ich, habe ich nicht gelesen in dem, was er angekündigt hat, was er eingereicht hat. Ne, also wird jetzt im Laufe der Woche, wenn die schnell sind, kommen. Das Animal Grazing wird jetzt dann auf der Ostseeküste auch funktionieren. Das habe ich hier getestet, wie man sieht. Ne? Sie haben es abgegrast. Das ist also super. So, dann, ja, es gab noch ein Update von Autodrive. Das heißt, das, was mich jetzt die ganze Zeit schon gestört hat, dass das Autodrive-Fenster, obwohl es immer wieder ausblende, immer wieder da war, war ein bekannter Fehler. Okay. So, wir sind am 2. Juli. Wir haben ja beim letzten Mal hier Feld 40 noch gekauft und noch Schulden gemacht. Ich habe jetzt diesen Monat schon die Felder, also Felder 20 hatte ich jetzt und 49 und 29 hatte ich selbst geerntet am ersten Tag und bin hier jetzt dabei zu mulchen. Auch noch eine gute Sache, ja, ihr seht ja hier, das ist die Fruchtzerstörung der aktuellen, ne, die jetzt da ist bei der Update-Version. Aber wie man hier sieht, ne, dieses gemulcht kann jetzt wieder komplett werden. Das ist auch wieder was, wofür man, ne, wie es super ist in dem jetzt kommenden Update. Wie sieht es mit DBL aus? Was ist DBL? Ja, Unplay, es ist immer, ne, alles Familie und so und Co. geht immer vor. Egal, was andere sagen, geht immer vor. So. Also, ne, das war dann noch das. Und damit sind wir dann eigentlich schon durch mit den Änderungen. Ich habe eine Mission auf Feld 5 angenommen. Hier geht es um eine ganze Menge Weizen. Und Feld 5 ist nicht gerade klein. Und ja, Feld 5 muss geerntet werden. So, und jetzt sitzen wir hier im Drescher. Und jetzt können wir uns hier im Drescher auch mal
ne, sehen wir halt, wie viel breiter das Bild jetzt auch in der Anzeige ist. Und an dieser Stelle auch noch mal den Aufruf an die Leute auf YouTube, ne, das neue Overlay, wo die ganzen Blink-Blink-Sachen nicht mehr ganz so tief ins Bild reinragen. Schreibt mal gerne, was ihr davon haltet. Richtig, ne? Immer dran denken, ne? Kinder sind unser wertvollster Besitz. Namen Gamer Chaco. Und willkommen zum ja, langweiligen Dreschen. So, aber auch das Breitbild sorgt nicht dafür, dass man hier eine dreidimensionale Wahrnehmung kriegt. Kommen wir jetzt hier an dem Baum vorbei oder nicht? Ich würde anhand der jetzigen Perspektive sagen, ja, da kommen wir dran vorbei. Aber, das muss man so außen angucken. Ja, da kommen wir dran vorbei. Auf dem Rückweg wird es dann schon lustiger. Ja, auch hier ist wieder so eine Stelle, wo sich, wenn es regnet, das Wasser sammelt. Natürlich werden wir jetzt auch die Geschwindigkeit, ne, nachdem wir alles gesehen haben, Geschwindigkeit wieder auch mal 5. Denn wir müssen ja auch im Juli nicht alles fertig kriegen. Ne? Aber ich habe ja den faulen Farmer aktiviert. Das heißt, hier sind auf jeden Fall noch 3 Felder zu ernten. Danach. Denn wir müssen ja irgendwie die 300.000 Kredite, die noch übrig sind, müssen wir ja irgendwie wegbekommen. Und ich habe hier ein Problem. Ich muss, glaube ich, gleich mal tanken. Und ich habe meinen eigenen Tankwagen nicht dabei. Abend, Bandes. Abend, Tom. Ja, was machen wir? Tanken, ne? Ist so eine Sache. Dann sind wir dann beim Thema Tank. Pickup, ne? Tank- und Reparatur-Pickup. Der steht bei mir jetzt für die nächsten Wochen auf der To-Do-Liste, um ihn wieder noch ein bisschen zu verbessern. Weil es nun doch immer häufiger gemeldete Probleme gibt, dass man das Ganze nicht ordentlich tanken kann. So, für diejenigen, die ein Problem haben mit dem Tanken, ich habe das jetzt bei mir nochmal nachgestellt, also es sind ja auf der rechten Seite 2 Trigger zum Tanken, der eine ist für die Wartung aufzufüllen und der andere ist für Diesel aufzufüllen. Ich überlege, diese so umzubauen, dass wenn der Wagen aufgeklappt ist, dann kann man Wartung tanken, weil dann wird Wartung ja auch verbraucht. Und wenn er zugeklappt ist, dann ist nur ein Trigger da zum Auffüllen von Diesel in den Tank. Das ist so die Idee, die ich aktuell habe. Auf diese Weise kann man dann kommt sich diese beiden Trigger eben nicht mehr ins Gehege, ne? Das ist halt so die Idee. Und dass ich die i3D-Modelle trenne von der Version mit und der Version ohne Wartung. Damit erst gar kein Wartungstrigger da ist für die Leute, die ohne Wartung spielen. Ne? Also die das Ganze nicht auf der Marsch benutzen. Klingt gut? Ja, habe ich mir auch gedacht.
Was hier allerdings gerade nicht gut klingt, ist, dass irgendwie hat sich... Ich war der Meinung, ich hätte... Ich hätte das GPS aktiviert, aber irgendwie fuhr der gerade ganz komisch, ne? War jetzt nicht so schlimm, wir sind fast voll. Ich habe gedacht, Achim baut sich das in seine Fahrzeuge ein, um alles einstellen zu können, weil er jetzt mehr Real spielt. Ups, das ist zu früh. Was würde ich mir in meine Fahrzeuge einbauen? Das habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Ach, Dashboard Live, da steht's. Nein, nein. Dashboard Live, das ist aus meiner Sicht was, das braucht man nicht. Ja, dafür habe ich hier mein Tablet, das ich jetzt heute quasi zwar nicht aufgebaut habe, aber dafür habe ich halt mein Tablet hier. Wie ist denn hier oben so die Straßenbeschaffenheit? Ja, Schneidwerk abkoppeln und zur Tanke fahren. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber hier... Ist das hier... Ja, hier oben ist relativ flach. Also wenn wir gleich mit dem Drescher hier die nächste Bahn wieder hochkommen, dann gehen wir tanken. Und ich hoffe doch, dass ich bis nächste Woche dann mal dran denke, mir meinen eigenen Tanklaster, meinen eigenen Pickup hier drauf zu packen. Denn dafür war er ja gedacht, ne, auf dem Feld nachtanken. Ich denke, einmal rauf und einmal runter, das werden wir wohl noch schaffen mit der Tankfüllung. Es sind ja schließlich noch ein paar Liter drin. Weil ich jetzt gerade feststelle, dass diese Anzeigen vom Enhanced Vehicle da oben rechts doch relativ klein sind, wenn man so weit weg sitzt. Danke, Blood Angel. Und schön, dass du reinschaltest.
wir mal gucken, ob wir alles erwischt haben. Oh, sieht da eigentlich ganz gut aus, ne? Wunderbar. Ja, Pitti, ich denke einfach nur, die Leute haben dich vermisst bei mir im Stream, ne? Aber du warst ja selbst beschäftigt. Das ist dann so. Gerne, Blood Angel. Ja, man kann nicht immer nur modden, man muss sich auch mal über solche Dinge unterhalten. So, also der Auftrag hier ist natürlich auch heftig, ne? Es ist ein sehr großes Feld. Und wenn wir jetzt hier mal mit die Details rufen, dann sehen wir hier, es müssen noch 247.500 abgeliefert werden. Das ist eine ganze Menge. Ja? Das heißt, da werden wir auch noch eine ganze Weile mit beschäftigt sein. Ja, mit Autodrive wird das Ganze vielleicht ein bisschen besser gehen. Braucht dir nichts leid zu tun, Petty. Na? Nur wenn du nicht da bist, das fällt halt auch. Na, und das solltest du als Kompliment nehmen, denke ich. So, gleich ist aber auch 22 Uhr. Ne? Bin mal gespannt. Juli, ne? Ich würde sagen, 5 Uhr stehen wir auf. Oder wann steht im Juli ein Landwirt auf? Wann geht normalerweise im Juli die Sonne auf? Ich denke, um 5 Uhr aufstehen ist gut. Mittlerweile läuft ja auch die BGA ganz gut, was im Endeffekt bedeutet, jede Stunde gibt es Einnahmen von der BGA. Morgens um 6 gibt es den Milchverkauf. Also theoretisch kommen wir auch ohne Missionen zu machen, würden wir Geld machen. Aber ich spiele ja nicht den Landwirtschaftssimulator, um immer nur alles wegzuspulen, ne? Wir müssen natürlich noch füttern, da ich an diesem 2. Juli auch morgens um 5 aufgestanden bin. Ne? Aber das nächste Abtanken und das Nachtanken des Dreschers, das machen wir auf YouTube in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.